Guten Morgen. So. Dann geht's weiter im Geschehen. Aha, unsere Pflanzen sind auch wieder welche fertig. Sehr schön, gleich mal alles einsammeln. Nee, es ist gar nichts fertig. Es sind einfach nur gewachsen. Aber brauchen die jetzt schon Wasser? Nee, oder? Finde ich nicht. Okay. So, warte mal. Hier, der ist auch fertig. Mechanischer Schrott. Rinder. Achso, haben wir schon eingesammelt. Den hier sollst du noch einsammeln. So. Wir haben wieder Post. Gehen wir gleich mal Post schauen. Achso, hier kann ich ja eigentlich nachschmeißen. Tag. Oh. Okay. Von Zecke. Hallo, Ori. Ich habe ein paar neue Samen, die ich dir geben will. Komm bei der Feuchtigkeitsfarm vorbei, wenn du in der Nähe bist. Gut. Dann. Ah, siehste? Das ist ein komisches Geräusch, wenn du darauf nicht gefasst bist. Sehr gut. Passt. Dann gehen wir uns gleich mal. So, warte mal. Er will wieder ein Zustellen und dann muss ich zur Feuchtigkeitsfarm. Okay. Als erstes. Aber. Warte mal, du bleibst bitte kurz hier. Bleib. Ich möchte hier schnell zusammenräumen. Es sieht aus wie Sau. Ah. Passt schon. So. Marktpreis schauen. Was haben wir heute? Plus 9. Also die könnte ich zurückkaufen. Nee, 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 nee. Das passt schon. Was haben wir denn? 500. Kannst du auf jeden Fall haben. 200. Ein Lungenfisch. Biokruste? Nee. Da hätten wir 200. Die könnte ich ihm auf jeden Fall geben. Aber haben wir auch noch was Größeres? 400. Nehmen wir auch an. Also ich muss einen hier nehmen, oder was? Dann nehmen wir ihn. War schon eine Aufgabe dieser Stufe. Oh. Dann belassen wir es bei dem. So, dann gleich. Hopp. Einmal. Dann machen wir später. Gehen wir zuerst zum Avio. Ist der schon? Ah, ist er schon da. Sehr schön. Hi, Avio. Ori, kannst du mir nochmal bei einer Lieferung helfen? Ich bin fast fertig mit meinem Rückstand, also verspreche ich dir hoch und heilig. Avio-Garantie, dass es die letzte sein wird. Alles gut, dann gib sie mir. Danke dir. Danke dir. Nächstes Mal nerve ich jemand anderen damit. Weil ich jetzt das letzte Mal deine wertvolle Zeit benutze. Diese Färbemittel müssen zu Vivis Kleidungsladen Tailor-Made auf der Hauptstraße gebracht werden. Ich schätze, Vivi hat sich einen brandneuen Stil ausgedacht. Okay, die ist eh gleich hier unten. So, dann Rinder. So, Vivi. Sind das nicht meine Färbemittel von beiden Treppen? Aber wieso lieferst du sie? Ich habe den Jungen gesagt, dass ich einfach rübergehe und sie selbst abholen kann. Er wollte nichts davon hören. Er hat gesagt, er würde trotzdem kommen und sie mir bringen. Aber ich sehe, er ist ein Raffinierter, dieser Avio. Dich dazu zu bringen, es für ihn zu machen. Na, diesen alten Mädchen einen Gefallen, sag ihm, dass er anderen nicht seine Arbeit aufhalsen soll.
Okay, dann sagen wir ihm Bescheid, dass wir das abgeschlossen haben. So. Es ist wirklich eine mühsame Arbeit, dass du die Sachen ganz alleine auslieferst. Auch wenn du es leid bist, es zu hören, möchte ich dir meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Oh, kannst du erraten, was ich als Belohnung für dich habe? Ich halte dich schon für einen echten Superhelden, also habe ich etwas genauso Besonderes als Belohnung vorbereitet. Bitte akzeptiere einen exklusiven Rabatt für bei den Treppen, gültig für die nächsten 7 Tage ab jetzt. Unglaublich, oder? Unglaublich. Wow, wir sind wirklich wie 2 Erbsen in einem Topf. Denk nur daran, nur die nächsten 7 Tage, also komm und kauf, kauf, kauf. Das ist super, ne, dass du dann noch mehr Geld mit mir machen kannst. Aber es ist halt +9, ne? Aber der hat auch alles da. Weißt du was? Ich nehme hier welche mit. Die brauche ich eh. Hier möchte ich welche haben. Und dann die eine nehme ich noch mit. So. Passt. Danke. Okay. Dann, wo muss man jetzt hin? Zur Feuchtigkeitsfarm. Nee, gehen wir zuerst zum Rocky und dann fahren wir mit der Jagdmehlstation los. Oder nee, das machen wir gleich noch. Weil dann kann ich nämlich farmen gehen. So, wo ist... Ah, hier ist sie. Dann kann ich gleich reingehen in die Mine. Auf geht's, ab geht's. Danke. Ciao und pass auf. schnell. So, ab in die Feuchtigkeitsfarm. So, warte. Absteigen. Und Rinder. Wir haben große Pläne für diese Pflanzen. Hörst du? Große, große Pläne. Große Pflanzen, ich meine Pläne. Ja, ja, ich verstehe dich. Du bist der richtige Mann für diesen Job, Zecke. Los. Wow, ja, du bist die Nummer 1. Cool. Ich fürchte, ich habe keine Zeit für aufmunternde Gespräche. Ich habe eine Verabredung mit einem Stadtplan. Bis dann. Ori, was für eine angenehme Überraschung. Wenn du schon mal hier bist, warum hilfst du unserem guten Gärtner nicht dabei, mit der neuen Kircheninitiative zu beginnen, die von mir entworfen und von Danby geprüft wurde? Operation Blumendor. Aufregung! Zecke und Danby hier werden dich über die Details informieren. Ich muss los. Tschüss. Die Details sind, sie wollen ein paar Pflanzen. Aber hallo, das kratzt nur an der Oberfläche. Operation Blumendor geht viel, viel tiefer als das. Mindestens ein paar Zentimeter tief in den Boden. Hör zu, Ori, wir werden Sandhok verschönern. Blumen, Pflanzen, Pinsel, alles, was du willst. Oh, und vergiss nicht diese entzückenden kleinen Sträucher. Sie werden in der ganzen Stadt wachsen, dank unseres Freundes Zecke und seiner Biokruste. Was wir wirklich tun sollten, ist, das Strohnetz zu erweitern. Vielleicht eines Tages außerhalb der Stadt zu pflanzen. Du weißt schon, ernsthafte Maßnahmen im Kampf gegen die Wüste zu ergreifen. Sicher ein paar Pflanzen in der Stadt aufzustellen, wird hübsch aussehen. Jetzt hast du es kapiert. Dicky Boy, hübsche Landschaften in der ganzen Stadt. Was ist besser als das? Das hebt die Laune aller. Das ist Delicis in Bewegung. Naja, ich denke, es kann nicht schaden. Ori, du musst dich sicher nicht einmischen, wenn du kein Interesse hast. Ich kann aber gern helfen. Juhu, Ori, ich wusste schon immer, dass du cool bist. Richtig. Nun, wir sind froh, dass du da bist. Wir müssen nur ein paar bestimmte Pflanzen anbauen und sie dann in der Stadt verteilen.
Ich bereite den Boden für dich vor und wenn du bereit bist, pflanzt du sie einfach ein und sie sollten wachsen. Sandreis, Bergrosen, Nashornkaktus und das ist nur der erste Schritt. Eines Tages werden wir bereit sein, zu Phase 2 überzugehen. Das wird im Grunde dasselbe sein, nur mit anderen Pflanzen. Yep. Ja. Hier sind die Samen, die ich dir versprochen habe, Ori, und noch ein paar mehr, um das Projekt zu unterstützen. Wenn du die Pflanzen aufgezogen hast, platziere sie an den Stellen, an denen Burgess sie haben will. Ich habe das Gefühl, dass er dir Bescheid geben wird. Juhu, nochmals vielen Dank, Ori. Ja, danke. Okay, Sandres, okay. Was muss ich jetzt mit denen machen? Schauen wir uns gleich an. So, Blumentor. Du hast Burgess versprochen, dass du bei der Operation helfen wirst. Du musst Sandres Berggroßnashornkack den Pflanzen ziehen. Hat dir die Samen bereits gegeben. Alles mit der Ruhe. Jetzt geht's erstmal zu euch Fauler. Obwohl, warte mal, kann ich, wenn ich das jetzt weg tue und das hier... Ah, die muss ich anpflanzen. Achso, Berggroße. Nashornkaktus. Okay, warte. Absteigen. Dann bleibst du bitte. So. Warte, dann brauche ich wieder... Das brauche ich und das brauche ich. Also ich habe Rosenweidesamen angepflanzt. Okay. So. Gut, dann was brauche ich? Berggroßensamen, da haben wir 5 Stück. Und dann brauche ich noch Nashorn. Es sind 2x2 Feld. Okay. Da habe ich 3 Samen. So, pass auf. Da kriege ich jetzt gerade 1, 2. Okay, dann machen wir hier noch einen dazu. So. Okay, warte. Gut. Dann haben wir's. So, dann kommt wieder da rein. Samen, das und das. Okay. Also alles andere könnte ich ja sortieren.
Gut. Dann mach mal. Warte. Das Blumentor mach mal weg. Ah, da war ja noch was. Warte. So, bleib. Arbeitstisch. Den. Wir verbessern ihn. Tada! So, und jetzt können wir die machen. Ich brauche exakt 2 Stück. Und die habe ich jetzt auch schon. Rinder. Dann ist er fertig. Ein robuster Wagen zum Aufhängen und Reisen über Kabel, die 2 Punkte verbinden. Am häufigsten in Bereichen eingesetzt, in denen der Straßenbau schwierig oder wartungsintensiv ist. Bietet eine viel gemütlichere Fahrt als sein Cousin, der stehende Straßenbahn. Okay, dann können wir das nämlich... jetzt verfolgen. Kann ich da mit der Jagdmehlstation? Nee, okay. Okay, dann machen wir das. Machen wir die Seilbahn. Und dann gehen wir rüber. Kann ich das von hier oben nicht nehmen? Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Von hier hinten hoch vielleicht? Na, schauen wir mal. Ja, da sind wir richtig. Und aufbauen. Bestätigen. Das ist gute Arbeit, die du da oben geleistet hast, Partner. Ich bin froh, euch an Bord zu haben. Der nächste Schritt ist, dass ihr mit dem Handwerkern rüberfahrt, um die Motoren zu reparieren. Die Dinge könnten dort drüben im Westen schief gehen mit den Giglas und so. Also solltet ihr euch bewaffnen. Bist du bereit zu gehen? Ja, Gemma. Ich wusste, dass man auf dich zielen kann. Los geht's. Was erwartet uns jetzt? Oh no, was? Bin ich tot? Wo kommt er jetzt her? Bleib zurück, ich will euch nicht verletzen. Wir kommen in Frieden. What? Sieht so aus, als wäre die Diplomatie gescheitert. Kumpel, los, ich gehe in... Warte, nicht so schnell. Ich muss... Warte. Ich habe ein neues Oberteil bekommen. Verteidigung 30. Verteidigung 60. So, jetzt aber. So, komm. Es muss hier irgendwo einen Ausgang geben. Lass uns versuchen, ihn zu finden, Ori. Du gehst voran. Ich gebe dir Deckung. Ja, kann ich aber nebenbei ein bisschen alles... Patronen. Okay. Ich will aber schauen, ob es hier sonst irgendwas gibt. Okay, das kann ich auch kaputt machen. Sonst irgendwas hier? Nee. Da glitzert was. Patronen. Okay, sonst geht hier nichts. Was ist... Also von da oben sind wir eh gerade gekommen. Ja.
Okay. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich hätte wenigstens Ben und eine Truppe dabei. Die Gigglers tauchen eines Tages vor ein paar Jahren einfach auf. Man sieht und hört hier und da von ein paar mutierten Wesen. Aber ich habe noch nie so viele gesehen. Es wird gemunkelt, dass sie aus der Peripherie kommen. Wer weiß das schon? Okay, warte, alles mit Ruhe, mit Ruhe, mit Ruhe. Ich will alles trotzdem durchsuchen. So, da steht nämlich eine Truhe, die nehmen wir mit. Katsching! Ein Was habe ich jetzt bekommen? So. Also immer der falsche Knopf. Stufe 22. Naja gut, da sind wir dann eh bald mal. So, Stress haben wir keinen. Dann dürften wir hier soweit alles haben. Gut, auf geht's zum nächsten. Wie sieht die Map eigentlich aus? Okay. Also das kann ich eh alles... Kann ich das abbauen? Okay, was haben wir hier? Da liegen wieder Patronen. Da kann ich nichts aufheben. Komme ich da hoch? Da ist nämlich wieder eine Truhe. Die nehmen wir mit. Was auch immer das war. Ein Motor. So. Das geht nicht. Okay. Okay, da drüben ist eh nichts. Das geht nicht. Okay. Nun, Ori, sieht so aus, als wären wir in der Sache drin. Eine Menge Gigglers zwischen uns und der Rettung. Das verstößt zwar gegen so ziemlich jede Vorschrift, aber wir sind in einer Notlage und... hast du schon mal eine Pistole abgefeuert? Vergiss es. Antworte nicht. Nimm einfach diese Schießeisen hier. Verschlossen, hm? Leicht zu tragen, aber mit viel Power. Siehst du das kleine Lichtding da? Versuche es abzuschießen. Ich bin mir sicher, es wird die Tür öffnen. Okay. Aber ich möchte schauen, ob sich hier drin irgendwas versteckt. Okay, warte. Wo ist denn das Schießding jetzt? Wieder falscher Knopf. Wo ist denn die Pistole? Mit Q zielen und schießen. Oh. Mit R nachladen. Okay. Da ist noch einer. Sehr schön. Da komme ich nicht rein, oder was? Ah doch, pass auf. Ein großes Bronzeschwert, okay. Ja, da ist noch was. So.
wenn wir schon hier sind. Ausdauer wird eh keine verbraucht. Das ist gut. Nehmen wir alles mit. Achso, das geht nicht. Nee, okay. Was, Müllberg? Okay. So, jetzt schauen wir mal. Ich werde aber hier so im Kreis laufen. Außer muss ich hier auch wieder reinschießen. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Kommen wir da so drüber? Nee. So. Okay, kleinen Moment. Das können wir wieder wegnehmen. So, geht das? Das geht alles nicht. Okay, dann gehen wir rein da. Da ist Müllberg, nehmen wir. Da ist sonst nichts. Hier ist auch nichts. Da oben ist wieder eine Truhe. Warte. Okay, wir sind oben. Wieder ein Motor. Okay. Geht das zum Zerstören? Nö. Okay, dann... Warte, ich gehe hier ums Eck. So, da unten sind die nächsten. Was? Da ist die Ach so, da unten. Kannst du gleich anfangen zu schießen, bevor mich die im Visier haben? Okay, und jetzt nur kein Stress. Sonne macht mit. Da ist die Schlüsselkarte. So. Wirst du wohl jetzt. Okay, warte, ich möchte aber zuerst hier oben auch noch schauen. Jawohl, da ist noch eine Truhe. Katsching, lauter Datendisk. Ja, ist hier drunter vielleicht noch was? Nein, okay. Dann sieht gut aus, soweit. Boah, er ist schon eine große Hilfe, ich sag's dir. Wo bist denn, Justice? Komm doch nach vorne, trau dich doch. Ist eh schon alles vorbei. Eine Knochenhalskette. Das wird wahrscheinlich gewechselt mit dem hier, okay. Was hat das?
Kritischer Schaden, Verteidigung. Okay, nee, ich bleib beim kritischen Schaden. Das kann ich noch nicht nehmen. Okay. Sonst ist hier nichts. Okay, dann sind wir hier. Dann müssen wir hier die Karte brauchen. Hey, ich glaube, wenn wir durch das Brechholz gehen, gibt es einen Ausgang in diese Richtung. Dieser Ort war während der Reliktrausches ein Abbaugebiet. Ich war vor langer Zeit schon mal hier. Wir müssen eine Karte durchziehen, um durch das Drehkreuz zu kommen. Vielleicht finden wir ja eine. Ja, die haben wir schon. Benutzen. Ah, du bist... Keine große Hilfe. Wo bist denn? Ich fange ohne dich an. Ich will aber nicht. Verschieß. Schieß! Aua! So, warte. Wir haben ihn gebrochen. So, und. Er war's. Das war knapp. Ja, ja, du bist... Weißt du, was du bist? So, komm ich hier irgendwo rauf oder rüber oder... Nee, komm ich nicht. Okay, was ist das? Noch eine Gecko-Karte. Okay, warte, da liegt ein Müllberg, den nehmen wir noch mit. Sonst ist hier nichts. Da könnten wir uns heilen. Müssen wir uns heilen? Ich weiß nicht, kommt noch irgendwas auf uns zu? Warte. Was? Was? Ey, Justice, wenn du jetzt nicht mitarbeitest, gell? Da vorne sind noch einige Gegner. Ich mach die nicht alle alleine. Geh mal. Schau dir das an, wie es hier wimmelt. Verdammt, das ist eine ganze Schar von Gegner. Sieht aus, als würden sie alle dem großen Kerl zuhören, wie er über Eidechsen oder so etwas spricht. Ich erinnere mich an diesen Ort. Wenn wir zwei Schlüssel finden, können wir durch die Tür auf der gegenüberliegenden Seite dieses Raumes kommen. Lass uns schnell handeln, während sie abgelenkt sind. Ja, hahaha. Ha, ha. Okay. Ist egal, welche Seite ich gehe. Ich lasse mir trotzdem Zeit. Einfach. Das sind die ersten schon. So, okay. Okay, ich baue mich rein. So. Wird alles zerstört. Alles mitgenommen. Passt. Auf zum nächsten Schlüssel. Hier geht eh nichts. Das kann ich alles... Nee, kann ich nicht mitnehmen. So, komm. Das geht. So, nur nicht runterspringen. Da fahren sie in den nächsten. Warum greifst du sie nicht an? Ah, du bist so ein... Eine große Hilfe bist du nicht. Normalerweise muss ich mich hinter dir verstecken. Au. Ja, schieß doch! Mama mia! Ich weiß ja nicht, was da dran so schwierig ist. Okay, warte.
komm, das sind die Nächsten. So. Dann holen wir uns die letzte Schlüsselkarte. Hier ist eh keiner. Passt. Nehmen wir mit. Da haben wir auch noch was zum Zerstören. Da stand noch eine Truhe. So, dann komm. Geh mal durch die Tür. Ist egal, welche Seite ich gehe. Nee, anscheinend nicht, weil hier komme ich nicht drüber. Okay, dann gehen wir drüben runter. Komm. Habe ich jetzt kein Sch- Doch, habe ich. Okay. Es ist hier drüben offen. Genau so macht man das. So, warte. Da liegt wieder eine Patrone. Habe ich irgendwo was übersehen? Ah, hier. Hier ist noch ein Müllberg. Okay. Dann sind wir jetzt eigentlich komplett im Kreis gelaufen. Okay, dann heile ich mich einmal. Warte mal, jetzt muss ich generell mal schauen, was ist denn stärker? 45, 57. Okay, da wäre die aber besser. Verdammt, ich sage das nur ungern, Partner. Aber ich glaube, unser einziger Ausweg aus dieser Sache ist auf der anderen Seite des Raums mit den Giglers. Es sieht so aus, als würden sie alle auf den großen Kerl achten. Ich wette, wir könnten uns an ihnen vorbeischleichen. Nicht! Ich möchte da hinten noch was schauen, du! Ah! Meine Mitglieder, so lange haben wir uns im Untergrund verkrochen, vergessen, verraten, verlassen. Es ist Zeit, zur Tat zu schreiten. Lasst mich aus unserem heiligen Buch zitieren. Sie, die Menschenkreaturen,
sind nicht fähig, die Welt zu regieren. Sie lügen, betrügen und verraten sich sogar untereinander. Es ist nicht genug, einfach nur ihre Stufe zu erreichen. Wir müssen sie zerstören und unterwerfen. Eine Stadt nach der anderen, bis wir, die Giegler, an der Spitze der Welt stehen. Starke Worte der Vorsehung. Heute beginnt der erste Schritt in die Richtung. Wir werden Sandrock übernehmen und... Achso, das sagt noch immer der Präsident. Was zum Teufel redet der Typ, das Sandrock übernehmen? Oh no. Hey, wer sind die zwei da hinten? Oh Mist, sie haben uns gesehen. Was tun wir? Was hast du über meine Mutter gesagt? Nichts. Wiglas zerstört sie, bringt ihnen Respekt bei. Okay. Verdammt. Was? Captain. Bring dich in Sicherheit. Okay, alles wie geplant. Ich wusste, die hätten diesen Knopf loswerden sollen. Egal, ich werde euch selbst vernichten. Entgarde. Oh no. Wo ist er denn? Wir haben ihn. Ihr kämpft gut, Menschen, aber ihr kommt zu spät. Unser Plan ist bereits vollendet. Geht her! Und jetzt übernehmen wir Sandrock und dann die Welt. Aha, hier steht einfach ein Pferd drinnen. Weltklasse, ne? Und wo ist denn das hergekommen? Sandrock, mach dich bereit, deinen neuen Meister zu treffen. Oh no, es bricht alles zusammen, oder was? Und ciao. Das haben sie cool gemacht. Was zur Hölle, Leute? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich hatte solche Angst, während ihr drinnen wart, dass ich die Seilbahnmotoren repariert habe. Ja, ihr habt Glück, noch am Leben zu sein. Glück hat damit nichts zu tun. Seht, der Rest der Giegler rennt in die Hügel. Wir haben gewonnen, Sheriff. Lasst uns zurückgehen und mit der alten Pastorin reden. Schätze, wir müssen nochmal die Seilbahn nehmen. Das ist also, was passiert ist. Meine Güte, klingt, als wärt ihr durch die Hölle gegangen. Ich bin froh, dass ihr alle sicher und gesund seid. Dieser Giglerzug hat aber ganz schönen Schaden an unserer Brücke angerichtet. Ich lasse Heidi gerade die Situation einschätzen. Ich werde eine spezielle Stadtversammlung einberufen, um die nächsten Schritte zu besprechen, sobald wir alle Fakten haben. Du hast der Stadt einen riesen Gefallen getan, indem du die Giegler verscheucht hast. Großer Held. Ruh dich etwas aus, hörst du?
Und wir haben eine neue Hose bekommen. Was war das denn jetzt? So, warte mal. Wieder falscher Knopf. Eine neue Hose haben wir bekommen. Wir haben jetzt 244. Oh. Sehr schick. Können wir noch immer nicht anziehen. Okay. Das Oberteil auch noch nicht. Okay, wir sind noch nicht 22. Gut. Dann würde ich sagen, wo auch immer mein Jagdmehl ist. Ah, das läuft ja schon hinter mir. Hey, Freundchen. So. Schauen wir, ob wir die Bronzestangen haben. So. Machen wir hier zwei. So, Bronzestangen. Kann ich nur eine machen? Ach so. Kann ich da noch? Jawohl, können wir wieder welche machen. So. Hier hauen wir dann wieder. Hauen wir Glas rein. So. Können wir hier auch wieder hinzufügen. Warte. Auffüllen wäre nicht schlecht. Achso, ist der jetzt eigentlich ganz? Der ist ganz. Okay. Und der hier, den füllen wir auch noch auf. Zack. Dann machen wir hier noch welche dazu. Was mache ich eigentlich in meiner Angst? Naja, ich bin es so gewohnt vom Board schon noch, dass das einfach Barren heißt. Aber naja. So, dann. Das ist in Arbeit. Die machen wir später und jetzt machen wir das. Das heißt, ja, das lassen wir auch. So. Alter, was liegt denn da heute? Absteigen. Dann bleibst du bitte. So, jetzt sind wir 22. Das dauert, das dauert. Aber wir kriegen Bronzestangen. Zack, okay. Hoppla. Die Ente sieht ja cool aus. Jetzt ist sie weg. So. Okay, gut. Dann runter. Ich hoffe, das Jagdmehl bleibt oben. Wunderbar. So. Rinder betreten. Okay. Da war nichts. Okay, dann haben wir hier. Okay, ansonsten ist hier auch nichts.
Okay, rüber da. Okay, warte. Okay, wir kommen eh schon runter. Da ist nichts. Okay, da unten haben wir wieder was. So. So, warte, wir haben wieder einen Wissenspunkt. Und zwar beim Sammeln. Nehmen wir das. Ja. So, warte. Ja, wir haben eh genug dabei zum Essen. So. So, die wollte ich eigentlich nur noch haben. Achso, ich muss weiter nach vorn. Okay, das ist hier unten und dann nehmen wir uns da noch ein bisschen was mit. Okay. Nicht genug. Okay, dann sind wir wieder ein Stück weitergekommen. So. Dann gehen wir auf jeden Fall mit dem restlichen, was wir noch haben, fischen. Also das ist 16 Uhr. Und dann kann ich ja schauen, was ich für die neue... die größere, was ist das jetzt eigentlich genau? Sandfischfalle brauchen. So, können wir ja gleich schauen gehen, warte. So, die sind auch fertig. So, dann könnte man ja alles noch schnell sortieren und zack. Erze, so. Ah ja, die können wir ja jetzt auch reingeben. Warte. Oberteile. Hose hat man nichts gehabt, da haben wir nichts gehabt. Achso, Stufe 25. Verteidigung 10, Verteidigung 15. Nee, dann kannst du das alles... verkaufen. So, Verkaufsbox. Angriff. Kannst du weggeben. Das ist die alte Hose. Kannst du auch weggeben. Okay, so. Warte, nehmen wir auch mit. Was braucht man denn für die... Wo ist denn die neue?
Können wir einmal machen. Fortgeschrittene. Qualitativ hochwertige Sandfalle fangen Fische in einem größeren Bereich. Okay. Was mache ich jetzt mit der alten? Die können wir eigentlich auch jetzt dann verkaufen, oder? Wo ist sie denn? Das ist die einfache. Die kommt weg. Ah, immer noch der falsche Knopf. Und die kommt hierin. So, wir haben die und das. So, ich muss aber schnell trotzdem noch Würmer kaufen gehen. Dann könnten wir uns langsam ja dann schon mal umschauen. Auch eventuell, dass wir einen anderen Platz mal probieren zum Angeln. Oder zum Fische fangen. Okay, ich habe... Ein Teil fehlt uns noch für die Vermessung des Himmels. Und Teil 3 fehlt noch. Okay. So. Dann bleibst du bitte. Ich esse einfach alles jetzt. So, dann... Raus mit deinen Köder. Ich sollte halt nicht so voreilig sein, ne? Ich würde wissen gerne, ob hier... Ah! Ob das Zufall war? Nochmal. Leg ich beide auf? Jawohl. Okay, das heißt, Sandakuda lieben Sandbären. Da ist einer. Ich habe ihn erwischt. Ein großer Sandakuda. Uiuiuiui. Der nächste. Ach, verdammt. Ich will den großen haben. Genau dich will ich haben. Was bist du? Oh, ein Königsfisch. So. Sollte ich mir das eventuell aufschreiben, dass Sandakuda Sandbären lieben? Wieder zwei auf einmal, sehr schön. Besser kann es gar nicht laufen. Ein ganz flottes Bürschlein unterwegs. Kommst du noch irgendwo ran, oder? Hm.
Nee, ich habe nicht beide erwischt. Okay, macht nichts. Jawohl, dich will ich haben. Kriege ich so nicht, nee. Okay, ich habe nur mehr eine Beere. Oh verdammt, da wäre noch ein zweiter gewesen. Nein! Kommst du noch ran, oder? Nee. Okay, dann hören wir auf zu fischen. Oh! Die können wir auf jeden Fall verkaufen. Ein größerer, furchteinflößender, es war so schnell wieder weg, Fisch. So, warte. Das heißt, die können wir noch abgeben gehen. So. Warte. Gut, die können wir auch noch abgeben. Und hier brauche ich dann 3 Stück. Die hauen wir rein und alles andere geben wir ab. So, sofern ich überall noch reinkomme. So, du kriegst mal deinen Auftrag. Bitteschön. Warte, dann können wir ja selbst da hinten hoch. Ich gehe gleich mit Jagdmehl rein, komplett egal. Da, Rocky, wo bist du denn? Oh, ich will nicht stören, aber dein Auftrag. Bitteschön. So. Dann haben wir das auch. So. Und dann könnte man die restlichen... Gehen wir die verkaufen, würde ich schon sagen. Wir brauchen eh das Geld, vielleicht können wir dann gleich vergrößern. So. Was ist denn ein... So, also 2,5. Die sind 24. Bei die 3,125 sind da jetzt die Dings schon mitgerechnet. Die 9... Also, was wir da haben. Nee. 3.100 kriegen wir dafür. Bitteschön. Die verarbeiten wir weiter. Kann ich die großen auch weiterverarbeiten? Bei denen weiß ich's. Obwohl, weißt du, was ich verkaufe? Nee, nee, nee. Wie viel Geld haben wir? 7.000. Das heißt, wir können unser Grundstück morgen vielleicht erweitern. Wie cool. So. Wir haben die Aufträge auch wieder so gut wie abgearbeitet. Das passt eh. Ne, die großen kann ich nicht machen. So, dann haben wir hier die rein.
Und hier hauen wir dann die restlichen noch rein. Da passt alles. Okay, gut. Dann Jagdmehl, mach mir nicht alles kaputt. Würde ich sagen, geh mal ins Bett. Gute Nacht und bis morgen.